Ja, das ist immer was Frisches, was Neues. Wir haben schon gestern trainiert mit Dreierkette. Heute wir haben versucht, dass diese erste Sache so im Spiel mitnehmen, auch wie wir wollen schieben und was wollen wir auch mit Ball machen. Und ich denke, hat das oft gut funktioniert. Ja, das ist immer nicht einfach, wenn du musst System ändern. Aber ich denke, dass wir sind auch clever genug, wir sind alt genug, wir haben auch Spieler, dass sie das verstehen und wir können das schnell umsetzen, alles, was der neue Trainer will von uns. Wie ist er denn so? Wir erleben ihn ja nur von außen, kannten ihn auch gar nicht so sehr, weil er bei Saint-Gilloise erstmal so eine kleine Rolle gespielt hat. Was ist das für ein Typ? Wie wirkt er so in den ersten Tagen auf dich? Ja, also ich muss sagen, dass schon am Montag dieses erste Gespräch war schon gut. Ich habe schon gemerkt, dass Trainer kommt mit Idee. Trainer hat auch so von erster Sekunde gesagt, dass der will jedes Spiel gewinnen. Der will in jedes Spiel in solche Gedanken gehen, dass auch im Training, dass jeder will Spiele gewinnen und der will, dass jeder hat diese Hunger. Und ja, ich denke, dass wir haben das heute auch gezeigt, dass wir wollen dieses Spiel auf die Seite schieben. Das ist wie immer so ein neuer Start. Natürlich, wir wissen alle, wo wir sind in der Tabelle, was ist los, aber wir müssen unter diese Trainer neue Aufgabe umsetzen. Wir müssen das auf dem Platz alles schaffen, was der will von uns. Und dann wir werden sehen, wie das funktioniert. Und natürlich, wir sind bereit, auch wie ich habe gesagt, mit dieser Dreiecke zu spielen. Also ich denke, dass im Ballbesitz vielleicht wir haben mehr Optionen von hinten raus zu spielen, wenn wir haben auch gute Spieler da. Aber natürlich, das sind jetzt die ersten Tage. Jeder Trainer hat seine Idee, wie der will mit dieser Dreierkette spielen. Wir müssen sicher auch unsere Außenspieler nutzen, wenn Thomas Oberjahr spielt auf linke Seite. Wir wissen, dass seine Stärke ist Flanken und wir müssen versuchen, dann dazu bringen, dass er kann flanken und vorne wir haben dann zwei Stürmer. Deswegen, das ist eine Option. Aber wir werden die nächsten Tage trainieren. Wir werden morgen auch, ich denke, dieses Spiel schon analysieren. Wir werden auch schauen, was können wir noch besser machen. Und wie ich habe schon gesagt, das war gestern erste Einheit. Auf dem Platz nachmittags war mehr über die Taktik, über das, wie wir wollen heute anlaufen. Und jetzt, ich denke, wir können schon sagen, dass ab morgen, wir machen schon Vorbereitung für das Spiel gegen die Erste. Ich denke, das ist kein Problem. Also ich denke, dass die alle verstehen Englisch. Englisch, keiner hat Probleme und auch ja, keiner beschwert sich, dass wir reden jetzt auf Englisch in die Kabine. Weil niemand versteht ein oder andere Wort, kann immer fragen, aber das ist komplett kein Problem. Ja, also das sind die Sachen, dass wir haben auch vom Trainer diese kleine Freiheit bekommen, dass wir müssen einfach auf dem Platz auch denken und vielleicht diese Räume finden, diese Momente, wo wir vielleicht können Überzahl hinkriegen. Deswegen, das ist auch die Sache, dass wir haben ein System, aber wir müssen auch auf dem Platz denken. Das ist nicht erst, dass der Trainer sagt, wie wir wollen spielen und wie als Roboter laufen auf dem Feld. Wir müssen auch manchmal selber diese Räume, diese freie Plätze finden und dann, das soll gut funktionieren. Ich denke, das hat nichts zu tun mit Formation, weil du kannst in jedem Spiel Fehler machen, viel besser. Wir müssen versuchen, die nicht machen im Spiel und das ist unser Ziel. Aber ich denke, zu Formation, da hat nichts zu tun. Ja, so Risiko. Ich weiß nicht, ob es gibt so große Risiko, wenn du spielst mit Dreierkette, weil du hast schon hinten drei Spieler. Und dann vielleicht auch schon ein Sechser vor dir. So, du bist schon gut besetzt hinten. Und wenn du machst gutes Pressing, ich denke, du kannst gut pressen. Und hinten, du hast fast immer Überzahl. Ich gucke auf uns. Ich gucke auf uns, wo wir sind. Und das ist jetzt die Sache, dass wir müssen spielen. Wir müssen gucken vom Spiel zu Spiel. Das ist,
was ist da oben, wie viele Punkte ist Abstand, das ist für uns jetzt nicht die Sache. Wir müssen erst unsere Spielfreude finden, wir müssen Spieler gewinnen und dann vielleicht, wir können in den nächsten 2, 3 Monate schauen wieder, wie ist die Tabelle für uns.